Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum fünften Part von Breath of Fire. Im letzten Part waren wir in Tanta unterwegs, der Heimat der Waldmenschen, und haben den Chef von Tunta gerettet, Tantas Zwillingsdorf. Und in diesem Part geht's darum, den Schlüssel für den Steinroboter wiederzuholen, um Tantas Fluss wieder fließen zu lassen. Und wie ihr am Titel schon seht, lösen wir vielleicht auch noch die ein oder andere Aufgabe, die wir vorher noch nicht lösen konnten. Immer schön, dass ihr alle da seid, lasst doch gerne noch ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem fünften Part von Breath of Fire. Und zurück in Vinland. Akua soll ja im Norden von Karma sein, glaube ich. Irgendwie so. Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Man sollte sich schon merken... Geht rein? Verdammt. Wäre auch so schön gewesen. Man sollte sich auf jeden Fall merken, was die Leute sagen, wo die Sachen sind. Wenn man es vergisst, ist man ganz schnell aufgeschmissen. Dann muss man wirklich eine Komplettlösung benutzen. Ist doch blöd, dass ich mich nicht teleportieren kann. Jetzt muss ich den ganzen Weg da wieder hinlatschen. Ein Hin und Her, sag ich euch. Aber so kriegt man die Spielstunden voll. Ist ja für einen guten Zweck. Ne, wenn wir wieder dahin gehen, dann kommen wir wieder weiter auf unsere Reise. Und das wollen wir ja auch. Aber da fällt mir gerade ein, bevor wir mal weitergehen, gehen wir mal kurz schlafen. Weil unsere gute Nina hat ja kaum noch Zauberpunkte. Hat ja gar keine AP mehr. 80, hier ist ganz schön teuer in Windlern. In Tunta und Tanta und so war das viel günstiger. Hier, Halsabschneider. Aber na gut. Nimmt man Money. Und wieder herrlicher Tag. Und wir gehen natürlich nochmal speichern, bevor wir weitergehen. Ich hab's ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich spiele zwar mit Komplettlösung, aber ich versuche eigentlich so viel wie möglich ohne zu schaffen. Ich habe die Komplettlösung hauptsächlich, damit ich nichts verpasse. Es gibt dann doch ein paar Sachen. Hier und dort. Und dorten. Die möchte ich ungern verpassen. Die sind nämlich verpassbar. Und das ist ja nicht so geil. Ich will am liebsten alles haben. Einen sehr guten Spielstand. Alles zurückgreifen können. Alle Fähigkeiten und Waffen und so. Aber wie man sieht, brauche ich die Komplettlösung auch manchmal so. Manchmal ist es doch ganz schön knifflig. Muss man wirklich jeden befragen und wirklich darauf achten, was sie zu sagen haben. Und das auch doch behalten, also. Ich bin manchmal sehr vergesslich. Ich habe auch vergessen, dass erstmal heilen kann. Im ersten Part. Was geht mit dir ab, Old Woman? Wir bleiben hier. Komm zurück, wenn du Ruhe brauchst. Und damit beginnt wohl unsere Reise anscheinend. Da hätte ich sehr viel Herbs auf jeden Fall noch behalten können. Mich bei ihr hätte heilen lassen, aber ja, ich hab's einfach vergessen, dass sie es gesagt hat. Passiert. Wird mir noch öfter passieren in diesem Let's Play. Gehe stark von aus. So, und wieder in Karma. Guten Tag, das guckt ihr mich alle so an. Und was Neues zu erzählen? Nee, es ist ja Romero. Karma ist im Westen, stimmt. Total vergessen, Karma ist der Turm. Ich sag das andauernd falsch. Romero. Agua ist im Norden, da wollen wir hin. Nach Agua. Ja, das ist mit Zombies und so. Aha, da ist etwas, das reinende Wasser, das reinende, ja, das säubernde Wasser genannt wird. Das könnte uns vor dem Zeul, vor dem Fluch, heilen halt, ne? Also Zombies könnten wieder back to normal. Weißt du etwas über Agur? Der Chef hat gesagt, sagt er irgendwas über eine Göttin. Oh Gott, Göttin, das ist unser Ziel. Wir sind wieder auf den Pfad, Leute. Wir müssen die Göttin den Schlüssel finden. Ein paar Objekte verkauft. Wie zum Beispiel The Withager. Was? Weather? Also WTR könnte für Weather, also für Wetter stehen. JR? Ach, Jar. Also JA ist Jar, denke ich. Also ein Jar ist eine Vase. Und was denn WTR ist, eine Wettervase? Mag sein. Ich sag, das ist jetzt eine Wettervase. Ich hab's beschlossen. Es wird eine Menge von Wasser enthalten können. Okay. Könnte wichtig sein. Wenn das so eine Magic-Vase ist und die richtig viel Wasser behält, dann könnten wir den Fluss da vielleicht wieder mit fließen lassen. Obwohl, dafür müssen wir einfach nur den Felsen weghauen. Also vergesst, was ich gesagt habe. die Zombies haben alle Tiere gegessen. Also unsere Tiere. Ich fürchte, ich würde die Letzte sein. Warum habe ich eigentlich so eine männliche Stimme? Ich bin eine Frau. Die alte Frau, geht raus in der Nacht, neben all den Zombies. Okay, die alte Frau ist ganz schön mutig, welche alte Frau auch immer. Wasser vom, von der Quelle im südwestlichen, in der südwestlichen Höhle wird dich, wird dafür sorgen, dass du dich besser fühlst. Ah, vielleicht ist es wieder so eine Heilquelle. Im südwestlichen Höhle. Da ist eine Höhle? Na gut. Oh, jetzt steht da einer. Moment, ich will erstmal was überprüfen. Die Zombies sollen alle Tiere gefressen haben. Nein, unsere Schweinchen! Die sind ja wirklich gefressen worden. Ist das traurig. Diese scheiß Zombies.
Da werden sie büßen. Guten Tag. Die Zombies haben alle unsere Tiere gegessen. Ich fürchte, ich werde der Nächste sein. Das hat der andere Typ auch gesagt. Stell dir vor. Ja, tatsächlich. Die Zombies haben die Schweine gegessen. Frechheit. Okay, die Häuser sind leer. Wundert mich nicht. So, Agur ist im Norden. Können wir da jetzt einfach hingehen? Ist die Frage. Ich glaube nämlich nicht, weil wir können immer noch nicht durch den Wald. Auch wenn wir Bo haben. Das müsste doch Agur sein, oder nicht? Das ist ja im Norden, irgendwie. Ja, ich guck bei der Nacht nochmal vorbei. Es scheint ja jetzt mit den Zombies ein bisschen loszugehen. Könnte sein, dass in der Nacht irgendwas passiert, was uns weiterhelfen wird. Das Blöde ist, Nacht wird's natürlich nur über Zeit. Das heißt, wir müssen warten. Es nützt nichts. Kann ja ein bisschen trainieren. Auch wenn die nicht so unbedingt starke Gegner sind. Aber es ist schon Dämmerung, Leute. Die Nacht lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ich weiß immer noch nicht, warum Bo eigentlich mitgekommen ist. Ich meine, schön, dass du da bist, aber... Es war so weird. So, hey, vorher habe ich nur Blödsinn gemacht. Aber ich habe den Chef gerettet und ihr wolltet ihn ja auch retten. Ey, ich begleite euch. Na, alles klar. Komm mal mit, da. Es ist Nacht. Es ist Nacht, Leute. Wir haben es geschafft. Es ist schön, dass Nina jetzt so schnell ist. Dann kann sie auch schön schnell heilen. Aber fürs Trainieren wäre es cooler, wenn Rio schneller wird. Dann wenn die Kämpfe schneller gehen. Weil dann wird sie nicht extra nochmal zuhören vorher. Und wieder rein nach Camaro. Aha. Aha. Jetzt sehen die Zombies wirklich wie Zombies aus. Row, row. Ich dachte, da wären schon Zombies überall. Wieso sind die denn vorher nicht in der Nacht rumgelaufen? Row, row. Vorher haben die nur gesagt, dass die sich irgendwie nicht lebendig fühlen. Das wäre wirklich eine Zombie-Stadt, Leute. Oh, die ist kein Zombie. Die alte Dame, die sich immer raustraut bei den Zombies. Das ist die Stunde der Zombies. Du willst die Wettervase haben, um den Fluch zu brechen oder um den Fluch zu säubern, keine Ahnung. Mein Zombie-Ehemann würde weggehen. Ich muss jetzt gehen. Das reinende Wasser wird das Dorf wieder heilen. Mann, er kann doch sprechen. Ich werde dich vermissen. Aber wenn du drauf bestehst? Okay. Hallo? Und an dem Grab? Einfach Katakombe? An den Katakomben? Das reinende Wasser ist in der Höhle im Westen. Benutze die Wettervase unter dem Grab. Hä, ich hab die Wettervase doch gar nicht. Ihr redet manchmal komische Sachen. Ich geh erstmal speichern. Naja, ich gehe mal stark davon aus, sie meint, die Wettervase wird da unten sein, deswegen gehen wir mal schauen. Oh, das ist ein Loch. Hätte ich mit rechnen können. Schaut, dass sie da eine Treppe hinbauen. Oh. Und die Wettervase, the Weather Jar. In unserem Besitz, so schnell kann es gehen. Meine Güte, das ging aber sehr fix. Und ein Herb. Neben jeder Schatztruhe muss noch eine Schatztruhe mit einem Herb sein. Ach, das war's schon mit dem Grab. Na gut, ich dachte, jetzt kommt ein Dungeon. Oh, wir sind draußen. Gehen wir wieder rein. So, was soll ich jetzt mit der Wettervase machen? Old Lady? Ich habe unsere gemeinsame Zeit genossen. Aber jetzt muss es zu einem Ende kommen. Okay, das sagt mir aber nicht viel. Der alte Mann kann ja reden. Der einzige Zombie, der reden kann. Das reinende Wasser ist in der Höhle im Westen. Ach, benutze die Wettervase im Job. Okay, also Höhle im Westen? Aber Westen ist doch nur der Wald, oder nicht? I don't check it. Aber wir gucken mal im Westen, was da abgeht. Die Höhle im Westen also. Hä, das ist aber nur der Wald. Also wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, bin ich im Wald. Ich habe eine Idee. Aha, habe ich es doch geahnt. Im zweiten Teil gibt es nämlich auch einen Charakter, mit dem man durch den Wald gehen kann. Mit Bo können wir einfach durch Wälder gehen. Wie geil ist das denn? Dann hast du doch einen sehr tiefen Platz in meinem Herzen und in meinem Team, Bo. Ich meine, ich finde dich auch so geil. Auch wenn du andauernd gestorben bist, als ich dich kennengelernt habe. Aber hey, durch Wälder gehen, wie cool ist das denn? Nehmen wir mit, den guten alten Waldläufer. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Kann das sein? Also weiter nach Westen geht's nicht. Oh, die kennen wir. Jetzt kommen hier auch die starken Gegner. In Anführungszeichen stark. Na, zumindest gehen die mehr AP. Können wir gerne haben. Bloß keine Schleime mehr. Langsam reizt mir den Schleim. Ja, cool. Mit Bo können wir aber nicht durch so eine fetten Bäume. Und Bo kann schießen. Jetzt können wir vielleicht Tiere jagen. Hehe. Jetzt kommt nur ihr Tiere.
Okay, man sollte Bo eigentlich immer vorne haben. So wie es aussieht. Durch Wälder gehen und mit dem Bogen rumschießen auf der World Map. Wie cool ist das? Aber leider können wir ihn auch nicht einfach so switchen. Falls wir doch wieder Ryu haben wollen. Also hier ist keine Höhle. Und durch Steine kann ich nicht laufen. Bin ich doch falsch gegangen. Verflucht. Oder ist das eine Höhle? Hilfe! Ein Speerkämpfer. In einer anderen Farbe. Jetzt kommen die als normale Gegner. Oh krass, der zieht aber Lancer X, Alter. Hä? Oh oh. Bin ich zu weit gegangen? Dem ziehe ich ja gar nichts ab. Ist ja übel, der Boss. Na, er zieht auch ordentlich ab. Okay, mal gucken, ob ich den überhaupt tot kriege. Das war jetzt ein Riesenfehler, hier lang zu gehen. Ich heile Ryuma. Okay, mit dem Slam einfach nur 8 abgezogen. Ist das traurig. Es kann eine halbe Stunde dauern, bis ich den down habe. Weißt du was, wenn wir schon hier sind? Kriegt er mal eine Flare einfach. Kostet zwar nur 3. Mal gucken, zieht wahrscheinlich auch nicht so viel ab, aber ich will es mal sehen. Was wir so viel Attack Magic haben. Recover. Und los, Bo. Aua. Ah, er hat überlebt, immerhin. Und Burnout. Weggeburnt. Oh, 20, gut. Damit kriegen wir ihn. Was ist Spark? Benutzen wir auch mal. Kostet nur 1 mehr. Muss ich Bo heilen? Ich heile ihn einfach mal. Bevor er nachher down geht. Er ist unser wichtiger Damage-Dealer gerade. Gegen so einen übermächtigen Typen. T-Bolt. Okay, da ist schon zwar Spark. Aber lassen wir mal so durchgehen. Das ist also T-Bolt. Das kennen wir schon. Cold. Frost. Ist Cold denn Freeze? Autsch. Counter. Sehr gut, Ryu. Weiter so. Ah, es dauert ein bisschen. Freeze, ja. Okay, jetzt haben wir den Zauber auch. Zieht 30 ab, das ist gar nicht schlecht. Den benutzen wir weiter. Autsch. Und Ryu gleich schon wieder heilen. Alter, das ist der übelste Boss, echt. Echt wie ein Boss. Die Bosse halten ja auch so viel aus. Crazy. Zack. Freeze in dein Gesicht. Einmal kann ich noch. Bevor ich Ryu heile. Einschlag kriegt er sowieso noch. Kann er sowieso noch aushalten. Jetzt haben wir ihn gleich. Gut, jetzt soll ich Ryu heilen. Und drauf da. Together we're strong. Gemeinsam schaffen wir ihn. Okay, das werden wohl die Gegner sein, mit denen man nachher... Ich bin mal gespannt, wie viele Erfahrungspunkte da gibt. Das heißt nicht, dass ich dann hier trainieren werde, weil es dauert mir viel zu ewig. Aber kann ja sein, dass man nachher gegen die kämpfen kann. Ganz gut. Und zack, weg ist er. Gott sei Dank. 500 EP für einen Gegner. So viel haben wir vom allerersten Boss gekriegt, vom Frosch. Und auch das gleiche Geld. Ja, das ist schon krass. Aber anscheinend sollen wir hier nicht hin. Das heißt, ich gehe mal schnell wieder zurück. Muss ich mich heilen? Oh, ich lasse es mal. Ich hoffe, es kommt nicht noch so ein Typ. Ich bin viel zu weit nach Westen gerannt. Oh Gott. Oh, ich war noch nie so froh, ein Schlammmonster zu sehen. Vor allen Dingen Nina einfach mit einem Slam 50. Ganz anderer Schnack als gegen so einen Lanzenboy. So, wo ist denn jetzt links? Ich bin noch im Westen. Ein Warhawk. Ja, die sind mir schon ein bisschen angenehmer jetzt gerade zum Trainieren. Die kriege ich nämlich jedenfalls down. Zack, und Bo ist auch schneller als er. Sehr gut. Oh, alright, Level 10. Sehr geil. Kann ich schaden, wenn alle mal ein bisschen stärker werden hier. Vor allem Bo. Ist noch so ein Lauch. Im Norden ist ja auch nichts, ne? Nee. Soll im Westen sein. Aber wo? Und zack. Dreifach Slam. Erledigt. Das Coole ist natürlich, wenn wir nochmal zum Turm müssten, könnten wir einfach durch den Wald gehen und müssen nicht durch den miesen Wald mit den ganzen Spinnen durch. Es gibt ja viele neue Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Die Frage ist, lohnt sich das? Überall zu gucken. Das sieht nach einer Höhle aus. Okay. Wie komme ich da runter? Das ist kein Wald. Ich kann nicht schwimmen. Ich soll aber schon hier lang gehen. Ach, da kann ich lang. Ah, gut. Oh nein, ganzer Schleim. Gegen 3 übelste Warrior. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Na gut, dass wir Bro haben, weil hier wären wir eh nicht lang gekommen. Unser alter Waldläufer. Zeigt, was er wirklich wert ist. Ist nicht nur ein krasser Kämpfer, sondern ein krasser Waldläufer. Okay. Das scheint die Höhle zu sein, wo wir hin sollen. Wollen wir nur mal gucken, wo die Höhle hinführt. Nicht natürlich zur Wettervase. Denn das wäre nicht verkehrt. Denn genau die suchen wir. Und Schnecken, die kennen wir doch. Nichts Neues für uns. Gut, dann die Blurbs sind nicht so stark und sind schnell da. Aber geben auch nicht so viel EP. Na gut. Und wir haben einen Herb. Wir noch nie gefunden. Wir kennen's. Wir haben nicht schon 200 Stück gefunden. Was zur Hölle? Mikroben. Oder Bacilluses. Bazillen. Irgendwas Ekliges. Wir greifen einfach mal an. Mal gucken, ob die stark sind. Ah, geht noch. Aber Ryu sollten wir trotzdem gleich mal heilen. Ein Arme-Blob. Okay.
Bin ich wieder sehr froh. Oh, die halten aber einiges aus, meine Herren. Okay, er ist kleiner geworden. Und sie können sich alle heilen. Oh, das ist richtig ekelhaft. Ja, die werden echt kleiner. Das ist ganz funny. Jetzt sind nur ganz kleiner. That's what she said. Weg mit dem Dreck. Corona. Ohne mich. Ja, dann greifen wir mal an, würde ich sagen. Nina darf mal kurz Ryu heilen. Kann er nicht schaden. Man weiß ja nie. Nachher hauen sie doch noch irgendwas raus. Und schon eine Sense. Aber dieses Heilen ist ganz schön nervig. Aber so lange greifen sie mich nicht an, also ist es auch irgendwie okay. Macht es ruhig weiter. Burnout. Oha! Sie haben Bo angezündet! Ihr Schweine! Na okay, so viel geben die jetzt auch nicht, aber... wird uns schon helfen. Ich würde sagen, dann wird Bo erstmal geheilt. Und solange wir in einem Dungeon sind, kommt Ryu wieder nach vorne, unser Hero. Er muss die Party anführen. Bo, du übernimmst wieder die Werder. Und das Jagen. Was wir noch gar nicht gemacht haben, aber wir haben einen sehr nicen Hut gefunden. Einen sehr netten Hut. Ein nice hat. Ist wahrscheinlich denn für Bo? Ist denn besser als der Wolfshut, dass er gleich so viel kriegt? Wood Shield. Hat mir nicht ein Bronzeschild geholt? Das könnte tatsächlich stärker sein. Den kaufe ich mal. Das Schild auch. Wieso habe ich das eigentlich nicht ausgerüstet? Mann, bin ich ein Schlaumeier. Ja, tut mir sehr leid, dass ich ab und zu mal verplant bin. Das kommt öfter mal vor. Wie ihr eventuell schon gemerkt habt, der nice hat ist nicht so nice. Nicht so nice wie der Wolf's hat. Aber vielleicht können die anderen den ausrüsten. Ja, sie können den ausrüsten. Ah, ein Ticken besser. Sie wird ein bisschen langsamer. Guck nochmal bei Rear. Nice Hut. Der wird einfach nur langsamer dadurch. Was ist das denn für ein Mist, den wir hier gefunden haben? Na gut, dann kriegt Nina den. Eine Def und zwei Agility-Runde, aber sie ist schnell genug. Sie kann es verkraften. Für den Rest ist es absoluter Blödsinn. Und weiter die Höhle erforschen. Oh, einige Schatztruhen. Vielleicht ist da noch was Besseres. Oh, ein guter alter Bekannter. Der Hollow-Ritter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Ritter ohne Körper. Schwebende Rüstung, der G-Knight. Das heißt, ist er einfach nur Ghost. Ghost Knight, das könnte sein. Cured makes sense, könnte Sinn machen. Okay, eine etwas andere Höhle von der Farbgebung her. Dann ist es Truhe. Die hätte ich doch wohl gerne. Deswegen gehen wir auch schnellen Schrittes hin. Zumindest so schnell, wie uns das Spiel das ermöglicht. Und wir haben ein Herb gefunden. Aha. Counter. Sehr gut. Ich habe zwischenzeitlich mal nachgeguckt. Vigor steht tatsächlich für Verteidigung. Das habe ich ja im letzten Teil schon drauf hingewiesen. Und Luck ist tatsächlich dafür da, dass sie unsere Charaktere öfter slammen, öfter kontern, öfter ausweichen, genau das. Also nicht unbedingt für die Item-Drop-Chance vom Gegner. Zumindest stand das da nicht. So, das sollte der richtige Weg sein. Einige Gegner hier. Ganz schön viele Geisterritter. Und ich will doch nur die Wettervase haben. Obwohl, ich will die gar nicht. Die Romero-Bewohner wollen die. Mir geht das am erst vorbei. Kann ich die Dark Dragons besiegen? Was ist damit eigentlich? Naja gut, die sind ja überall mal involviert. Also ihre Pläne feiteln wir immer wieder aufs Neue. Sauber, Nina. Das fällt mir gerade ein, hatte Nina nicht auch eine bessere Waffe? Nein, Ryu. Ach stimmt, in der Nai hätten wir ein Eisenrapier holen können. Da habe ich aber damals nicht dran gedacht, weil wir den ja noch nicht hatten. Hätte ich mal kaufen sollen, dann hätte sie jetzt immer noch eine bessere Waffe. Also gelohnt hätte sich's auf jeden Fall. So, ich glaube, da können wir Cura 2 einmal mal anwenden. Das erste Mal, dass wir es anwenden. Wow. Crazy. War da oben eigentlich noch was? Bevor wir einfach weitergehen? Und sonst ist immer noch Training. Nee, hier wären wir nur... Na doch, noch eine Truhe. Gut, dass ich geschert habe. Es ist nämlich ein Äffsten. So ein Blödsinn will ich gar nicht haben. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt los, Mumien-Mages? Irgendwelche Magier, die aussehen wie Mumien. Es sind wirklich Mages. Es sind wirklich Magier. Okay, die sehen ganz schön riesig aus. Und wenn sie schon Magier heißen... Oh Gott, Explosions. Explosions! Und gut. Schluss damit. Boah, mach ich fertig. Puh. Okay. Oh, die geben aber auch gute Erfahrung. Alles klar, na. Nicht ungefährlich. Magie? Immer ein bisschen heftig. In meinem Face. So, jetzt sind wir unten. Das ist schon wieder so viele Treppen. Ich hasse Treppen. Seit Karma hasse ich Treppen. Noch eine Treppe. Aber eine Schatztruhe, geil. Gleich den richtigen Weg gewählt. Ein Herb. Meine Güte, es reicht doch irgendwann mit den Herbs. Sag zwar immer, ich nehme sie mal wieder gerne. Mache ich an sich auch. Aber erstmal schisseln sie mein Inventar zu. Und zweitens würde ich gerne mal entweder bessere Heilung kriegen. Oder irgendwas, was ich gebrauchen kann. Ich muss auf jeden Fall immer dran denken, ein paar Herbs zu benutzen. Damit das Inventar wieder ein bisschen leer wird. Denn ich glaube, es reicht, wenn wir so
3 Stacks haben. Das wären immer noch 27 Stück. Wir haben Nina, wir haben Bo. Bo kann auch heilen. So schnell sollten wir nicht drauf gehen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich heile Nina einfach mal mit dem Herb. Das ist viel zu viel, was wir haben. Oh, wir haben auch schon wieder fast alles voll. Ich glaube, dieses ganze F-Stin und so. Entweder schmeiße ich dem nächsten Boss ins Modul. Ja, mache ich. Und den Rest, den packe ich ins Lager. Es nimmt alles zu viel Platz weg. Wieso hat Bo eigentlich keine AP mehr? Habe ich die alle verbraucht? Das schon vergessen? Ach ja, stimmt, der Lanzenträger. Da war ja was. Wieder ein Mage. Und nur einer. Na, hat wenig Verteidigung. Das kommt mir doch zugute. So, was haben wir noch? Na, ich will erstmal hier ein bisschen gucken, bevor ich irgendwo runtergehe, dass ich hier alle Schatzungen finde. Da ist nämlich eine. Gehen wir mal zurück. Diese Bazillen, die heilen sich drum. Oh, meine Güte, ey, Bo, ey. Brauchst echt ein bisschen Verteidigung, mein Guter. Mein Gutster. Und Slam können sie natürlich auch. Die Schweine. Die Gegner werden schon nicht schwächer. Also, ich glaube, ich muss mich hier ein paar Mal noch healen. Aber Nina hat 67 AP an Leine Cure 1. Oder das erste Cure. Kostet nur 3. Also, ein paar Mal können wir auf jeden Fall noch heilen. This is wunderbar. Und Bauerleicht Level 11. P gestiegen. Stecke nur ein. What? Na, Vigo nur 2. Naja, okay. Aber dafür ist er auch nicht schnell geworden. Sehr schön. Jedes Level ist mir recht. Wir müssen unbedingt stärker werden. Wir haben gleich 2 Schatztruhen. Hast du eben schon gesehen? Glaub nicht. Und ein T-Drop. Toll. Noch ein nutzloses Item, was wir nicht brauchen. Ja, was heißt nutzlos? Aber ganz ehrlich, wir wurden ein einziges Mal bis jetzt in einen Zombie verwandelt. Also oft müssen wir uns davon nicht heilen. Burnout. Oh, oh. So, ich glaube, die restlichen Truhen kriegen wir nur über die Treppe. Zumindest sieht das bis jetzt so aus. Kann natürlich sein, dass rechts noch ein paar sind. Das schauen wir gleich mal nach. Die männliche Nina. Okay, gibt's irgendwo Treppen? Oh, Schnecken. Das sind die Schleime hier. Klein Nichtsnutze. Die mir gar nichts drauf. Da ist eine Treppe. Wir dürfen runter. Das heißt aber, wir müssen jetzt gucken, wo wir irgendwie wieder hoch können. Hier ist bestimmt 15 Treppen, wo wir hoch können. Da ist zum Beispiel eine. Ja, genau die richtige. Und ein Bronzehut. Bronzehead. Und ein Apple. Was haben wir denn mit dem Apfel? Ja gut, jetzt haben wir hier alles voll. Warum stackt das Life eigentlich nur bis 5? Macht ja gar keinen Sinn. This item recovers some AP. Also ein Apfel ist auch dafür zum Heilen. Ich weiß nicht wie viel, aber wir behalten ihn mal. Da ist ein Bronzehut stärker als ein Wolfshut. Natürlich nicht. Aber für den Wolfshut haben wir auch eine Feuerfalle in Kauf genommen. Oh, 4 Death mehr. Dann kriegt Rio den wohl. Oh, es nervt mich, dass ich das Bronzeschild nicht ausgerüstet habe. Mann, vielleicht wäre das stärker als das Wrist. Könnte ihn ja doch das Wrist tragen. Und vor allen Dingen, Bo kann kein Schild tragen, aber kann er vielleicht ein Dings tragen? Das ist wie ein Armband. Nein! Ach, leider nicht. Das ist ganz ehrlich eine Bandage und die kann er sich ja wohl binden, wenn er einen Bogen benutzt. Und ich glaube, ein Wrist ist nicht viel anderes. Ich glaube, das ist auch nur ein Armband. Aber na gut, dann halt nicht. Wenn ich will, der hat schon, dann stirbt doch halt wieder. 10.000 Mal. Obwohl, ein bisschen stärker ist er schon geworden. So, da geht's noch weiter runter. Okay. Es wird wet. Bisschen feucht hier unten. Können wir schwimmen? Hey, wir kommen gar nicht weiter. Hä, hatten wir die Wettervase schon? Und die Wettervase, du Weatherjar. In unserem Besitz, so schnell kann's gehen. Meine Güte, das ging aber sehr fix. Und ein Herb. Die Wettervase füllt sich mit Wasser. Du bekommst das reinende Wasser. Rio, geht geschwind nach Romero. Ich glaube, wir hatten auch alle Schatztruhen. Also mehr hatte ich nicht gesehen. Und da sind wir wieder. Guten Tag, die Leute. Ich bewege mich übrigens nicht. Rio spritzt mit dem Wasser rum. Also sprenkelt das Wasser in der Gegend rum. Everywhere with grinding the water. Das reine Wasser purified the soil. Soil heißt, glaube ich, Seuche. Das ist mir auch wieder eingefallen. Purified, also reinigt oder vertreibt die Seuche. Es ist heller geworden, Leute. Die Bäume sehen wieder normal aus. Traumhaft schöne Natur. Ach Gott, Schatztruhen, meine Güte. Wie ein Legend of Zelda? Kommt mir irgendwie gerade so vor. Das ist der Chief von Romero. Den. Ach so, das ist der Mann von ihr. Danke dir, Krieger. Benutze das Tablet. Ganz schön neumodisch. Ein Tablet? Ist das wirklich so? Ich bin da gerade nicht sicher. Um Agua zu betreten. Okay, also wir dürfen wirklich nach Agur langsam gehen. Ein Gegengift. 900 GP ist geil.
Ich meine, wir haben zwar genug Cure, sehr schön, nehme ich immer gerne. Ich... Ach, verdammt, noch eins. Ich trage zu viele Sachen mit mir rum. Gut, dass die hier ein Storage haben. So, kurz mal ein paar Sachen einlagern. Und auch mal was rausholen hier. Jetzt, wo ich dran gedacht habe, hole ich mal... Wo ist denn das? Das Bronze Shield. Einmal raus und guck mir das mal an. Hab ich total verpeilt. Habe ich es extra gekauft? In Tanta? Dann rüste ich es nicht mal aus. Na, zwei weniger Death und auch weniger als das Wrist. Na gut. Aber es wäre stärker als das Watch Shield gewesen. Immerhin. Und dann wieder weg damit. Erstmal wieder Place. Den Platz, uns ein bisschen was zu gönnen. Guten Tag, alte Dame. Ich würde dir gern etwas geben. Es ist die Wettervase. Hä? Habe ich die nicht schon? Okay. Versteh einer die Frau, wer will. Warum steht sie eigentlich neben dem Haus? Wo bin ich eben rausgekommen? Ist vergessen. Ach ja, da war ja der Map-Typ. Ich frage mich, ob wir da gleich... Da gucken wir gleich mal, ob wir durch diese verschlossene Tür kommen. Und mit dem einen Typen reden können. Alter, mein Kurzzeitgedächtnis. In welchem Haus waren wir verflucht? Na also. Ein Herb? Aha. Und wir haben ein Tablet gekriegt. Oder ein Tablet. Ist ein Tablet ein Tablet? Ich bin da gerade nicht sicher. Vielleicht ist doch was ganz anderes. Aber wir haben es zumindest gekriegt und damit können wir nach Agua. Noch was zu vertellen, Chief? Danke dir, Krieger. Okay. Das war's auch. Bevor ich gehe, solche großen Häuser kann man immer ganz gut ausrauben. Ah, außer das hier, verdammt. Wir klappen können. So, ich verstehe diese Frau nicht. Hat sie mir die jetzt gegeben oder hatte ich die vorher schon? Da, wir haben doch die Wettervase. Die mysteriöse Kraft dieser Vase absorbiert eine große Menge an Wasser. Ja, dafür ist sie da. Jetzt haben wir die ganze Zeit im Inventar? Why? Und was zur Hölle ist ein Tablet? Das geheime Passwort, um Agua zu betreten, ist darauf geschrieben. Aha. Vielleicht ist es auch eher so ein, eine Tafel oder so, eine Steintafel oder ähnliches. I don't know. Was geht mit euch? Seid ihr froh, dass ihr wieder lebt? Ein Boss verteidigt den Schlüssel in Agua. Welchen Schlüssel? Wir sind alle wirklich stolz, Font. Stolz auf die alte Frau. Irgendwie so. Maybe. Die Zombies sind Geschichte. Was eine Erleichterung. Die Zombies sind Geschichte. Was eine Erleichterung. Sind das Zwillinge? Guten Tag. Weißt du etwas über About? Weißt du etwas über Agua? Der Chef, sagte irgendwas über eine Göttin. Ach, der Göttinnenschlüssel. Na klar, die suchen wir doch. Den Schlüssel meinte die Frau. Das ist Romero. Ja, nicht Karma. Ich hab's inzwischen verstanden. Reiß mir nicht unter die Nase. Ich vertue mich halt manchmal mit Namen. Okay, die sind auch stolz und so auf die alte Frau. Die finden das toll. Was seid ihr denn für ein Turteldäubchen? Er sagt das Gleiche mit der Boss. Und die freut sich auch über die Frau. Meine Güte, also 90% der Dorfbewohner sagen immer das Gleiche. Aber zumindest gibt's noch ein paar, die mir helfen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schlafen. Auch wenn's helllichter Tag ist. Denn Bo kann wieder AP gebrauchen. Dankeschön. Und dann gehen wir natürlich wieder speichern, bevor wir uns weiter auf den Weg machen nach Agua. Ich finde, Agua hört sich irgendwie so an wie eine afrikanische Frucht oder eine Gewürzmischung oder so. Agua. So, da oben wird Agua sein. Und so können wir durch den Wald durch. Das ist nicht klasse. Ah, okay, hier kommen auch die stärkeren Gegner. So nah waren wir an so starken Gegnern. Damals schon. Ein Baum stand dazwischen. Ich würde sagen, mal rein, hä? Ab über die Steinbrücke. Ah, okay. Da wären wir nicht weitergekommen. Bo liest die Beschreibung auf der Tafel. Okay, da passiert irgendwas. Ach, die Insel fliegt einfach rüber. Oder der Turm oder was es ist. Okay. Hallo? Lebt das Ding? Ich weiß es nicht. Gruselig. Es sieht wirklich nach einem Turm aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Karma, aber da leuchten irgendwelche Sachen. Oh, hier gibt es auch einige Schatztruhen und das sieht alles ein bisschen weird aus. Schwebende Plattform? Es sind schwebende Plattformen. Das Geräusch. Ja, lel. Achso. Dann gucken wir erstmal, ob wir die. Da ist eine Wall! Okay, die Reiter kennen wir. Schon gefeit. Die hauen wir weg, die Jungs. Oder sie hauen uns weg. Autsch. Solange sie Rio angreifen, ist alles noch in Ordnung. Sie sollen Bohnen nicht nur in Ruhe lassen. Und Nina reit Level 13. Jawollo. Schönes Ding. Wieder ein paar Sachen dazu. Und Warp has been learned.
Teleport, Leute. Das heißt, wir müssen keinen verflixten Schritt mehr auf der Weltkarte unternehmen, außer wir gehen in unbekannte Gefilde. Ist das geil? Bo kann keine Wände zerbrechen. Das ist aber blöd. Ryu kann auch keine Wände zerbrechen. Also Nina wird es wahrscheinlich auch nicht können, deswegen lasse ich's. Dann müssen wir vielleicht später nochmal hierher. Vielleicht kriegen wir jemanden, der das kann. Zu einem späteren Zeitpunkt. Oder wir gehen einfach rum. Wenn das klappt, wäre es natürlich schön. Okay, ein Warhawk. Can we be careful? Wozu haben wir eigentlich eine Tür? Die versperrt ist. Oh nein, sie ist versperrt. Dann gehe ich halt außen rum. Das ist ja übelst sinnlos. Sehr gut, Nina. Oh, 30 zieht sie ab mit dem Slam. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Bo zieht mit dem normalen Schuss aber 36 ab. Das ist besser, tatsächlich. Ja, das habe ich mal in Mathe gelernt. 36 ist tatsächlich höher als 30. Das ist mathematisch korrekt. Zumindest kommen wir in die Schatztruhen ran. Acorn. Das nehme ich tatsächlich gerne mit. Davon haben wir gar nicht so viel. Und ein Apple. Und gleich zwei Warhawks. Hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal. Naja, die Gegner sind ganz gut zum Farmen. Ich bin nur froh, dass die Anfangsgegner endlich los bin. Und wir kommen relativ gut gegen die klar. Ich habe nur ein bisschen Bedenken. Denn es waren ja ein paar Leute in Romero. Die meinten, es ist hier ein Boss. Oh, Life 2, sehr geil. Es gäbe hier einen Boss, der einen Göttinnen-Schlüssel hat. Das Blöde daran ist, es ist ein Boss, der den Schlüssel hat. Und Bosse waren bis jetzt normalerweise nicht so stark. Außer der blöde Zauberer, der gegen Ryu keine Chance hatte. Also bin ich mal gespannt, ob das mit dem Level und so alles so klappt. Aber versuchen es mal. Wird schon, Leute, wird schon. Und ein Herb. Aha, deswegen gehe ich hier extra hin. Na supi. Mal gucken, was wir den Turm ein bisschen nach oben kraxeln. Wundert mich eh, dass der Turm Agua heißt. Der erste Turm hat Karma geheißen. Heißt immer noch so. Normalerweise kenne ich das in Rollenspiel eher so, dass sie dann, dass das dann heißt Tower of Agua oder Agua Tower oder so. Hier hört sich das eher an, als wäre es eine Stadt. Ich dachte die ganze Zeit, Agua wäre eine Stadt. Das ist nur ein blöder Turm. Schon wieder. Karma hat mir schon gereicht. Aber na gut, vielleicht ist der Turm ein bisschen cooler und hat nicht ganz so viele Treppen hin und her. Zumindest ist es schon mal cool, dass er Plattformen hat. Die probieren wir auch gleich mal aus. Mal gucken, wo wir hinkommen. Anscheinend zu einer Schatztruhe. Das ist doch schon mal schön. Oh Gott, das sieht aus wie ein Rätsel. Ein Sonnenhut! Ein Sunhead! Was sagst du, Bo? Ist der besser als der Wolfshut? Tatsächlich gar nicht. Meine Güte, was krieg ich für einen Schrott? Sie kann ihn nicht tragen. Wario. Zwei mehr Verteidigung. Dafür vier Agility runter und einmal Magie runter. Es ist zwar schön, dass er Sonnenhut heißt, es hört sich so irgendwie voll mächtig und geil an, aber so doll ist er gar nicht. Er kann ja auch den Bronzehut behalten, ganz ehrlich. Naja gut, dafür haben wir einen Sonnenhut. Nice to have. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Dafür müssen wir extra den ganzen Umweg laufen. Für so eine Schrottkappe, die kein Schwein haben will. Ich sollte Ryu eventuell gleich heilen, aber noch hält das aus. Kein Problem. Easy. Ich meine, Slam hat ihn gekillt, aber na gut. Ryu erreicht Level 14. Dafür hat er Level 14 erreicht. Sehr geil. Stärke auch nicht gestiegen. Ah, die Geschwindigkeit auch. Das freut mich. Wieder ein paar Herbs verballern. Kriegt zu viele. Jetzt haben schon wieder hier zwei. Und wir haben schon über 100 HP mit Ryu. Es geht in dreistelligen Bereich, Leute. Langsam wird's ernst. So. Rechts oder links? Ich will erstmal vor der Tür weg. Vielleicht ist ja nur so Truhe. Ja, man kann doch schon gut trainieren mit den Gegnern. Das sollte ich auf jeden Fall auch mal nutzen. Das Ding ist, ich habe meistens so viel Kohle, dass ich denn alles in der nächsten Stadt leer kaufen kann. Und da Agua ja keine Stadt ist, wie wir rausgefunden haben, gibt es hier eh keinen Shop, aber Schatztruhen, immerhin. Haben wir denn das? Ein Iron Shield. Ein Eisenschild. Alter, hier kriegt man echt ganz gut was zum Ausrüsten. Auch wenn manches absolut unbrauchbar ist. Ja, der hat zwei mehr Verteidigung. Ja, das gleiche wie mit dem Sonnenhut, ne? Weißt du was, dann machen wir die Verteidigung übel hoch. Und nehmen einfach beides. Auch wenn er dann langsamer wird. Er hat ja eben ganz gut Agility gekriegt. Dann passt das schon. Ja, sehr praktisch, dass er mich gleich hier neben rauslässt. Vielen Dank. So, dann würde ich sagen Dollar. Und dann wissen wir das Scheiß da hoch. Sehr gut. Bin immer noch froh, dass wir drei im Team haben. Und Bo erreicht Level 12. Sehr geil, Bo wird stärker. Das muss auch mal sein. Ich bin mal gespannt, ob er auch neue Magie erlernt. Oh, das ist noch eine Schatztruhe. Aber ich glaube, nicht unbedingt. Eine Diebeskralle? Eine Thief Claw. Ich denke mal, CL wird für Claw heißen. Stehen, wer kann denn bitte eine Kralle ausrüsten? Kann Ryu noch mehr Waffen ausrüsten? Haben wir denn eine Kralle in der Hand, als statt ein Boomerang? Kann er.
Ach nee, ist für die Arme. Oder für den Körper. Also Armor scheint entweder... Oh Gott, wie viel Verteidigung kriegt der Junge dadurch? 16? Mehr? Magie geht sogar höher und... Alter, ist ja nur besser. Aber... Schade. Bo braucht das eigentlich. Das ist auch nur für Rio tatsächlich. Na gut, dann rüsten wir ihn halt noch mehr aus. Dann wird halt noch übertriebener. Was ja eh schön ist. Crazy, Leute. Crazy. Kann eigentlich eine Suda ausrüsten? Er kann eine Suda ausrüsten. Jawohl, dann nimmt er halt das. Wird zwar wesentlich langsamer dadurch, aber das ist mir völlig Wayne. Er braucht unbedingt Death. Fette Abwehr für den guten Bo. Und da oben. Und jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Und da ist eine Tür. Und die ist verschlossen. Das ist ja ein Ding. So, ich denke, mit dem Ding kommen wir nur wieder zurück. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen mal weiter da oben. Meine Güte. Gegner everywhere. Aber immer her mit den Erfahrungspunkten. Geld brauche ich schon gar nicht mehr. Denn wir haben den fünfstelligen Bereich erreicht. Über 10.000 Tagen, Leute. Rich for life. Und noch mehr Schatztruhen. Der Korn nehme ich immer gerne. Gibt es irgendwas anderes als das? Nö, anscheinend nicht. Wie komme ich zu dieser Schatztruhe da? Jetzt wird es wirklich Rätsel-Time, aber da unten mit dem Ding kommen wir hin. Rätsel gelöst. So schnell kann es gehen. Und da ist auch eine Schatztruhe. Meine Güte, ey, der Turm ist doch geil. Jetzt mag ich ihn doch. Wohin das Auge reicht, Schatztruhen? Ist das crazy? Sehr schön. Ein Haarband. Sollte auch irgendwas zum Ausrüsten sein. Ist wahrscheinlich für Nina, aber ich gucke bei Bo immer mal zuerst vorbei. Kann er nicht ausrüsten. So ein Ding. Aber Nina kann. Ja, zwei mehr Verteidigung, ein mehr Agility und auch Magic mehr. Nehmen wir. Toiletten ist der Netthut hier auch wieder für einen Eimer. Wozu finde ich eigentlich so viel? Wenn ich fünf Schritte später bessere Sachen finde. Und ein Herb. Dafür bin ich hier extra hingegangen. Gefahren. Flogen. Whatever. Ah, ein Zombies. Nicht, dass ich mich in Zombies verwandle. Da kommen die gar nicht zu. Und was haben wir hier? Schönes. Ein Bracelet. Auch irgendwas zum Ausrüsten. Alter Schwede, was ist das denn für ein Schlaraffenland hier? Also, Rio kann's nicht. Bracelet ist ja ein Armband, ein Armreif. Ein Armband. Also für Nina. Besser als ein Gown? Besser als ein Schild? Besser als ein Bandage? Wieder wesentlich besser. Ein bisschen langsamer, ein bisschen Magic runter, aber 7 mehr in der Verteidigung nehmen wir. Gekauft kann er ein Bandage ausrüsten? Wieso steht das eigentlich immer, dass er das ausrüsten kann? Dann kann er es gar nicht ausrüsten. Vielleicht kann er auch Einhandwaffen nachher tragen. Wäre das eine Erklärung? Ich weiß es nicht. Bis jetzt ja. Vielleicht ist es auch einfach so. Aus unerfindlichen Gründen. Autsch. Ja, Rio hält schon einiges aus jetzt. Vor der mehr abgezogen. Vor der 12 abgezogen. Ist nur noch 7. Das ist weniger tatsächlich. Mathe, Mann. So, brauchen wir das Ding? Ne, dann kommen wir nur wieder zurück. Wir wollen nach oben. Also von mir aus kann der Turm ruhig 50 Stockwerke hoch sein. Ich kann hier trainieren wie Sau und ich krieg jeden Stockwerk irgendwie 3 Ausrüstungsteile. Also ruhig weiter so. Am besten noch eine bessere Waffe, einen besseren Bumerang oder so, vielleicht noch einen Bogen. Was für Nina wäre geil, weil ich ja zu blöd war, das Eisenrapier zu kaufen. Okay, was zur Hölle ist das? Eine lilane Leuchtekugel. Die Tür ist wahrscheinlich wieder zu. Brauche ich gleich versuchen. Den gehen wir rechts lang. Da ist ein Weg nach unten. Ja, hier gibt es keine Schatztruhen. Doch, gibt's auch. Was denke ich auch bloß? Jetzt würde es hier irgendein Stockwerk ohne Schatztruhen geben. Ich bitte euch. Drüber. Neo, neo, neo. So. Aktivier das Ding mal. Ist das eventuell der Boss? Ist es irgendein Geisterhund? Ich bin der Boss. Der den Schlüssel bewacht. Du willst deine Stärke testen? Nee, eigentlich nicht. Ich will nur den Schlüssel haben. Okay. Oh Gott. Ist wirklich irgendein Geisterhund. Ist ein Genie. 3 Wünsche frei? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht 3 Schläge in die Fresse. Na gut, ich würde sagen, wir greifen erstmal einfach an und gucken mal, was er drauf hat. Okay, er zieht 11 ab. Er schießt alle ab? So, ein Miese, ein Wisp. Ein Wispern. Nee, ich weiß gar nicht, was Wisp genau heißt. Ich glaube, das ist was wie ein Geist, aber... Vielleicht so ein Irrlicht oder so. Okay, das ist blöd. Weißt du was, ich mache einfach mal so. Und dann testen wir bei Bo nochmal aus, was er noch so hat. Hatten wir Spark schon mal probiert? Oh, ich hab's alles vergessen. Wir probieren mal Cold. Autsch. 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 Und Nina muss gleich heilen und Bo auch.
Erstmal gibt's auf die Schnauze. Ach ja, stimmt, der ist ja schneller als ich. Mann, bin ich blöd. Freeze! Achso, das war ja nur Freeze. Warum steht das da immer anders im Menü? Ich hab das alles wieder vergessen. So, gut. Ryu greift an. Mehr kann er eh nicht. Sie darf heilen. Sich selber. Falls Bo jetzt nämlich stirbt, dann habe ich ein Problem. Und er darf sich auch selber heilen. Oh, Bo, sehr gut. Oh, Nina, sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, die werden schneller, wenn sie heilen. Was mir natürlich nur zugute kommt. Aber Ryu braucht jetzt auch eine Heilung. Das darf die gute Nina wieder übernehmen. Und Bo darf den nächsten Zauber ausprobieren. Fry. Das kostet 10. Na gut. Wenn das nicht heftig ist. Autsch. Da kann doch normal angreifen. T-Boat. Kennen wir auch schon. Ah, 80 hat er aber abgezogen. Das ist juicy. Das hat aber auch nicht mehr so viel, ne? Ich behalte die restlichen erstmal. Die anderen gucken wir später mal an. Denn ich muss gleich wieder heilen, so wie es aussieht. Dass er alle angreifen, ja, das ist echt schon mies. Hatten wir bis jetzt noch gar nicht, dass Gegner das können. Ich dachte, mein Bumerang wäre ein Einzelstück, dass kein anderer sowas krasses drauf hat. Aber wir sehen, ist das nicht der Fall. Na gut, wir machen es mal so. Nina wird das schon aushalten. Okay. Muss sie auch. Immer weiter drauf. Achso, die darf sich jetzt mal heilen. Ausnahmsweise. Und die Männer gehen weiter drauf. Oh nein, ich wieder alle, Mann. Von es zieht auch nicht mal weniger ab, als es zieht sogar mehr ab als ein normaler Attack. Hab ich zumindest das Gefühl. Slam, sehr geil. Guter Mann. Ja, ich muss Bo schon wieder heilen. Der hält halt nichts aus. Ja, ich heile ihn mal. Sicher ist es. Sicher ist es. Autsch. Und Konter. Sehr gut, Ryu. Unser Krieger der Lichtdrachen. Immer noch sein Boomerang wert. Aber ich heile ihn mal, weil ich heile ihn eh nicht voll. Also kann ich das jetzt auch ruhig schon machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass er jetzt in die Bredouille kommt, aber na gut. Und Bo müsste ich einen gleich schon wieder heilen, aber das lasse ich jetzt einfach. Der muss jetzt einfach mal einstecken. Muss ein bisschen abgehärtet werden, der Junge. Deswegen greifen wir jetzt eine Runde mal komplett an und er greift natürlich alles an. Und gleich ist Bo am Ass. Er hängt da schon. 5-8. Aber, was ist das Gute? Richtig, Nina ist schneller, wenn sie heilt. Deswegen heilt sie erstmal den guten Bo. Recover! Jetzt macht er aber auch nichts anderes mehr, als mit seinen komischen Geisterballs in mein Face rumzuballern. Mein Face zu ballern. So, dann würde ich sagen, heilt Nina sich mal selber. Besser ist. Bo hält noch einen aus, deswegen greifen wir an. Jetzt macht er wahrscheinlich Slam und auf alle. Nee, macht er nicht. Gut. Das wäre es jetzt gewesen. Nicht zu unterschätzen, dieser Geisterboy. Immer mal wieder heilen. Wir wollen ja auch nicht, dass er stirbt. Nicht mehr. So. Nina hat zu tun. Recover! Sauber! Der kontert wie ein Guter und slammt auch gleich noch hinterher. Unser Ryu! Und jetzt können wir wieder voll angreifen. Ah toll, jetzt macht er natürlich wieder den. So, ein Miesling. Aber egal, wir machen da noch mal Auto-Attack. Und dann haben wir ihn auch bald. Und jetzt sollte ich wieder heilen. Jo. Geht voran. Slam. Geiler Makabo. Nein. Immer erstmal auf Angriff drücken. Ich bin schon so drauf gedrillt. Wollen wir noch mal heilen zwischendurch. Ach Mann, du Mieser. Ich froh, wenn ich los bin. Das Ding ist, wenn er das gleich nochmal macht, könnte Bo sterben. Deswegen heile ich mal Nina und Bo. Recover! Double Recover! Es war so klar, dass er das wieder macht. Er macht das öfter als seinen normalen Angriff. Was ist das für ein Mieser? Ein Feigling ist das. Das ist doch der mit dem Bumerang in der Hand. Ach, Bo hält das, glaube ich, schon aus, ne? Ryu wird mal geheilt. Ja, das hält er aus. Easy! Oh, jetzt markiert er direkt auf Bo. Jetzt denkt er sich, es kann doch nicht sein, dass er nicht stirbt. Oh, er überlebt gar nicht! Der erste Boss, außer den Lanzenträgern und den Bogenschützen, der nicht sagt, oh, ich lebe aber noch. Gut gemacht, Ryu. Du hast den Schlüssel verdient. Oder du verdienst den Schlüssel. Suche in dieser Säule. Achso, weil ein Geist, das kann er mir nicht selber geben, wahrscheinlich. Ach, ich krieg gleich alle Schlüssel. Nee, doch nicht, nur einen.
das denn für ein Bait? Ich wollte aber 6 Schlüssel haben. Jetzt krieg ich nur einen. Einen Göttinnenschlüssel gefunden. Ich glaube, wir haben schon mal einen gefunden in Nanai. Das war, glaube ich, auch ein Göttinnenschlüssel, wenn ich mich nicht irre. Aber vielleicht irre ich mich auch. So, den heilen wir gleich mal voll, den Jungen. So, mehr war hier gar nicht. Oder ist das der Schlüssel für den Stein-Golem-Roboter-Riesen? Ja, okay, irgendwann kann man hier bestimmt durch die Türen durch. Das heißt, wir müssen so eh nochmal einen Turm. Unten war ja eine bröckelige Wand. Und die wollten wir ja auch gerne mal aufbrechen. Scheinen wir später machen zu können. Können wir ja mal runterspringen? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Denn den ganzen Turm wieder runterkraxeln. Aber wir haben ja hier Abkürzung. Sehr geil. Und hier glaube ich auch. Ja, sieht gut aus. Ach ja, Stockwerk für Stockwerk. Ach, da kommen wir auch nicht durch. Verflucht. Muss den ganzen Weg wieder rumlaufen. Ja, an sich aber ein netter Turm. Haufenweisen Schatztruhen. Also Gönnung vor dem Herrn. Einfach Gönnung pur. Auch mal was Schönes. So, ein letztes Mal auf den Dingern rübergehuscht. Ja, was heißt ein letztes Mal? Irgendwann müssen wir eh wieder rein. Ich will diese Schatztruhen. Ich will auch wissen, was oben noch abgeht. Da war auch noch eine Schatztruhe mindestens. Und raus aus Akua, aus der schwebenden Festung. Also dafür, dass wir die so lange gesehen haben und die so geil aussieht und cool und so, war die jetzt nicht so riesig. Aber soll mir egal sein, wir sind durch. Achso, wir können ja mit Ninas neuem Zauber Warp. Kostet nur 2, das ist schön wenig. Und da können wir uns ausruhen. Drogen. Auch ein geiles Wort, geiler Name. Das ist tatsächlich unsere Heimatstadt von Rio. Kamlin ist unser erstes Dungeon, wo wir noch mit Rio alleine waren. Nanai gibt's natürlich nicht mehr. Vinland kennen wir, Romero sind wir gerade vor. Und Tanta, wir wollen nach Tanta. Ach, nach Tanta können wir gar nicht. Na gut, Tanta ist auch wichtiger. Da wohnen die Wolfsmenschen. Und das war's mit dem 5. Part von Breath of Fire. Romero wurde endlich von der Zombie-Seuche befreit. Und den Schlüssel für den Steinroboter haben wir auch noch ergattert. Jetzt sollten wir in der Lage sein, mit seiner Hilfe den riesen Felsbrocken zu bewegen, der den Fluss von Tanta blockiert. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Peace, Leute, ich bin raus. Bye, bye.